In Berlin berät der Kanzler ab 17 Uhr mit den Ministerpräsidenten von Hessen und Niedersachsen sowie dem CDU-Vorsitzenden über die gestiegenen Flüchtlingszahlen. Scholz hatte zu diesem Treffen eingeladen, um die Zusammenarbeit zwischen der Ampel, Opposition, Ländern und Kommunen zu verbessern. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, Hessens CDU-Regierungschef Boris Rhein, fordert mehr finanzielle Unterstützung vom Bund. Es brauche ein System, das sich nach den tatsächlichen Flüchtlingszahlen richte. Rhein sagte weiter, es werde ein erster Aufschlag sein, dem noch weitere Treffen folgen müssten. Vor dem Treffen im Kanzleramt setzt die Ministerpräsidentenkonferenz heute ihr zweitägiges Treffen zur Asylpolitik fort. Die Länder wollen in Frankfurt am Main vor allem die für den 6. November geplante reguläre Spitzenrunde zwischen Scholz und den Länderchefs vorbereiten. Und diese vorbereitende Arbeit beobachtet Daniel Koop direkt vor Ort in Frankfurt. Daniel, wie einig sind sich denn die Länder gegenüber dem Bund? Was im Detail wollen sie? Also grundsätzlich muss man sagen, dass das so ein bisschen das politische Vorglühen ist, was jetzt hier heute stattfindet. Das wichtige Gespräch, ihr habt es ja eben erwähnt, findet dann heute Nachmittag im Bundeskanzleramt statt. Also Ministerpräsident Boris Rhein, der wird sich dann direkt nach der Ministerpräsidentenkonferenz direkt mit seinem Kollegen Weil dann auf den Weg nach Berlin machen. Grundsätzlich muss man sagen, dass es unter den Ministerpräsidenten auf jeden Fall einen Konsens gibt. Und da geht es darum, dass die Länder sagen, dass die Belastung durch die Migration in der letzten Zeit deutlich nach oben gegangen ist und dass man sich mehr Hilfe seitens des Bundes wünscht. Und da geht es natürlich vor allem auch um finanzielle Unterstützung. 5.000 Euro, die gibt es bisher pro Flüchtling seitens der Bundesregierung. Und es war schon sehr interessant. Wir haben beispielsweise gestern auch den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg hier im Interview gehört. Und da hat er gesagt, Migrationspolitik wird ja vom Bund quasi vorgegeben, also muss auch seitens des Bundes mehr Unterstützung kommen. Und da spricht man von mindestens 10.000 Euro, die man da erhalten möchte. Wo es keine Einigung bisher gibt, und da sind wir doch sehr gespannt, wenn es dann die Pressekonferenz heute geben wird gegen 13 Uhr, beispielsweise wenn es um Themen geht wie Beschaffungsmaßnahmen, Arbeitspflicht auch für Migranten, das ist auf jeden Fall ein Thema, was hier auch immer wieder diskutiert wurde. Dann haben wir auch gestern schon darüber gesprochen, dass es ja viele Bundesländer gibt, die fordern, dass man eine Scheckkarte einfügt, also dass quasi kein Geld mehr direkt aufs Konto überwiesen wird, sondern dass man eine Karte bekommt, wo dann Flüchtlinge, wo Migranten dann dieses Geld auch nur noch für bestimmte Sachen einsetzen können und es dann nicht mehr möglich wäre, Geld einfach in die Heimatländer nach Hause zu schicken. Also da gibt es noch keinen Konsens. Man hat hier bis gestern Abend sehr spät getagt. Ab 9 Uhr geht das Ganze dann heute Morgen wieder los. Daniel, danke schön für die Erläuterung. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.